Heute fange ich an mit dem Einbau. Nee, noch nicht mit dem Einbau. Ja doch, es geht um dieses Häuschen hier im Hintergrund, was ihr ja schon gesehen habt von mir, was ich gebaut habe. Das alte Sägewerk, was ich damals aufgerüstet habe, zu sehen in meinem Zweitkanal Model Creation. Ich verlinke es unter dem Video nochmal und in der Endcard und auch wahrscheinlich oben in der Ecke noch drin. Und da könnt ihr euch das nochmal anschauen, wie ich das gebaut habe. Und es geht jetzt darum, dass dieses Sägewerk, ob es noch eins ist, weiß ich nicht. Es ist eine kleine Fabrik, es ist ein bisschen was, wo was gemacht wird, wie auch immer, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Doch, es wird wahrscheinlich noch eine Art Sägewerk werden, aber ist ja auch egal. Und zwar brauche oder habe ich mir überlegt, dass ich einen Gleisanschluss brauche, damit ich da auch einen Waggon oder einen Wagen hinfahren kann, mit einer Lok ranfahren kann. Ursprünglich hatte ich mir gedacht, dass ich das Gleis, was da oben, das Originalgleis liegt, dass ich das verwende und dort anhalte und dort verladen könnte. Aber das ist eine Art, das ist eine Kehrschleife. Ja, das geht da oben hinter den Kartons rein und kommt hier vorne wieder raus. Und ich müsste dann sozusagen immer wieder auf der öffentlichen Strecke anhalten, um irgendwas zu transportieren, zu verladen, das geht nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte es eben probiert, ihr habt es gesehen, ich habe es einmal mit einer Weiche probiert, die, glaube ich, 15 Grad hat, und ich habe es mit einer Weiche probiert, die eine Bogenweiche ist, und habe mich letztendlich entschieden, vom Radius her, es ist ja ein R1 da oben, den oder die Bogenweiche zu verwenden. Ich weiß, das Ding oder die Dinger sind ein bisschen verschrien, ich mag sie selber auch nicht, ich habe schon sehr viele Probleme damit gehabt, gerade oben links auf der Ecke, aber hier geht es nicht anders. Und ich habe jetzt den Vorteil, sage ich jetzt mal so, ihr könnt übrigens im Hintergrund gucken, da passiert schon ein bisschen mehr, als ich ihm erzähle, den Vorteil, dass ich dieses Mal den Original-Weichenantrieb dran lassen kann. Das heißt, an diese Stelle kommt kein Unterflurantrieb dran, da es zum Teil, ich sag mal so 20-30% der Weiche sind schon in den Schrankausgang mit dran oder drin. Und ja, das wäre Quatsch, da was zu machen. Da kommt eine Gestaltung davor. Das heißt, da geht schon so ein bisschen bergfelsig irgendwas los. Muss ich mal gucken, wie ich es gestalte. So, dass dieser Weichenantrieb, der Original-Weichenantrieb, eben nicht davon, nicht zu sehen sein wird. Ich erzähle mir mal einen Quatsch zusammen. Und den werde ich schön verbergen, den werden wir gar nicht mehr sehen. Ja, was mache ich erstmal? Ich habe jetzt hier das Stückchen Gleis erstmal rausgetrennt. Das Problem, in Anführungsstrichen, was ich habe, ist, dass es sich hierbei um eine Kehrschleife handelt. Das heißt, der ganze Bereich, der jetzt hier bearbeitet wird, ist Kehrschleifenstrom. Und das nächste Problemchen, da komme ich aber gleich nochmal zu, ist, wenn ich dort ein Abstellgleis mache, möchte ich das nicht im Kehrschleifenbereich haben. Kommen wir gleich mal zu. Die beiden Stromanschlüsse unter dem Gleis drunter sind die beiden, die eben diesen Kehrschleifenstrom liefern. Ich wollte schon Plus und Minus sagen, aber es ist ja Wechselstrom, es ist ja digital. Aber die mussten erstmal ab und dann kommen jetzt sowieso erstmal diese kleinen Endstücken, weil ich ja alles immer mit Flexgleisen gestalte. Kommen jetzt die Endstücken erstmal dran. Dazu musste ich natürlich erstmal das Ding da unten rausschneiden und vorsichtig abziehen. Das Problemchen wieder mal, wenn ich von so viel Problem heute spreche, ist, dass ich das Gleis schon koloriert, also gealtert habe. Ist nicht weiter schlimm, ich habe es hinbekommen. Wir sehen es jetzt hier schön, die Bogenweiche hier unten mit dem Antrieb. Und da hinten habe ich jetzt das Teilchen schon aufgesteckt. Und das kann dann eben alles miteinander verbunden werden. Das habe ich natürlich jetzt auf meinem Basteltisch gemacht. Da arbeitet sich ja doch eine ganze Ecke besser. Da ich ja mit Flexgleisen arbeite, habe ich natürlich mir jetzt oben links den Verbinder abnehmen können, weil den brauchte ich da nicht mehr. Ich wollte erst einen neuen setzen, die wir da oben liegen sehen, aber das ist Quatsch. Die habe ich jetzt, das war ja da. Und stecke jetzt das kleine Stückchen Gleis ran, was ich, sag mal in Anführungsstrichen, zu viel abgeschnitten hatte vorhin. Das ist nicht wirklich zu viel, denn ich muss ja auch arbeiten können. Ich muss es ja auch alles anheben können, die Gleise. Ich muss das reinfummeln und so weiter und so fort. Und da ist natürlich jeder Zentimeter mehr, der dann rausgearbeitet wurde, besser, weil man ja die Gleise besser anheben kann, dass man das reinstecken kann. Und ja, hier sehen wir jetzt, das hat also sehr, sehr gut funktioniert. Und auf die Außenseite der Weiche, also von hier aus gesehen, das untere Teil, jetzt das obere, kommt Isolierstücke drauf.
Denn dort kommt wieder im Anschluss normaler Fahrstrom ran. Was ich euch heute ersparen wollte, das war wieder mal so ein schwerer Satz für mich. Erspart habe, ist das Verlegen der Kabel unter der Anlage. Da kommen mit Sicherheit noch genug Videos zu. Das habe ich euch jetzt nicht angetan. Ich habe praktisch unter meiner Anlage überall Hotspots, wo ich Fahrstromanschluss habe. Das heißt, ich kann immer wieder Gleise einfügen und kann dann praktisch den Strom zu jedem Gleisstück hinbringen. Denn ich habe die älteren Abonnenten, das heißt die längeren Abonnenten unter euch werden es noch wissen, ich versorge ja fast jedes Gleisstück mit eigenem Strom. Dadurch, dass ich natürlich Flexgleise, also wirklich nur Flexgleise verwende, außer bei Weichen natürlich, habe ich das Problem nicht, denn die sind ja irgendwo, weiß ich nicht, über 70 cm lang und da ist es überhaupt kein Problem, alle 70 cm eine Stromeinspeisung zu machen. Das mache ich einfach nur, dass ich wirklich 100% überall meinen Strom anliegen habe, selbst die Weichen werden unten komplett verlötet, eingelötet, auch die Weichen bekommen eigene Stromanschlüsse, hier ist es gerade ein bisschen schön zu sehen. In dem Fall ist es jetzt nicht speziell reingelötet worden, sondern es sind ja unten drunter das rote und das schwarze Kabel, was wir vorhin gesehen haben. Das ist natürlich da und das muss natürlich an die Stelle wieder hin und das hat sich jetzt hier angeboten, dass es natürlich in der Mitte von der Weiche ist und ich sozusagen dann das da auch anlöten konnte. Natürlich werden auch hier im nicht sichtbaren Bereich, das muss ich immer dazu sagen, werden auch die Gleise miteinander verlötet. Das mache ich natürlich oder versuche so fein zu machen, dass man am Gleis Außenkante, man sollte ja nur außen verlöten, ist ja Quatsch, weil da ja die Räder laufen, so fein zu verlöten, dass ich keinen Lötzinn, so ein Bubbel da dran habe oder sowas. Ja, hier sieht man es ganz gut. Und wenn die Gleise nachher koloriert und gealtert werden, sieht man das eigentlich gar nicht mehr. Die Stöße selber werden nochmal verschliffen mit 3000er oder 6000er, was ich gerade zur Hand habe. Schleifpapier, meistens verwende ich sogar 6000 dafür. Das ist dann schon fast wie normales Papier, fasse ich das an. Aber das brauchst du, weil das Lötzinn, das läuft manchmal oben aufs Gleis mit drauf und das muss natürlich ab, das geht gar nicht. Was ich jetzt hier bohre, sind die Riedkontakte, die Schlitze sozusagen, wo die Riedkontakte gleich reinkommen. Denn hinter jedem Signal kommen bei mir immer Riedkontakte hin. Das heißt, wenn der Uli mal pennt, mal schläft, auch hier die älteren oder längeren Abonnenten werden es wissen, dass ich das mache, wenn der Uli mal schläft, dann schaltet sich meine Weiche automatisch auf grün und der Zug kann drüber rauschen. Und ich habe keine Entgleisung, keine sinnlosen Entgleisungen, die halt entstehen durch irgendwelche nicht gestellten Weichen oder sowas. Natürlich, wenn man stumpf in eine Weiche reinfährt, da passiert nicht gleich was. Habe ich aber leichte Waggons draufstehen, die halt keine Beladung haben oder nur eine kleine Britsche sind, dann kann das ja wohl passieren oder auch bei den doppelachsigen und so weiter und so fort. Das hier ist übrigens mein Reed-Tester, den ich mir selbst gebaut habe. Das ist eine unglaubliche Innovation. Und auch wir sehen jetzt hier schon, wenn ich den Magnet drüber ziehe, schaltet die LED hier vorne auf rot. Das heißt, ich weiß, dass der Reed-Kontakt funktioniert. Denn bevor ich die jetzt gleich einarbeiten werde, muss ich natürlich wissen, dass sie gehen. Ja, hier geht auch der untere geht, das geht der obere nicht. Ist ja klar, den habe ich ja angeschlossen. Und die liegen natürlich relativ eng beieinander. Das heißt, die Lok, wenn die kommt, die schaltet wirklich in allerletzter, ich sage nicht mal Sekunde, das ist eine halbe oder eine Viertelsekunde, die Weiche um. Es ist wirklich, wenn ich über Signal rübergefahren bin, die Lok hat ja auch den Kontakt nicht unbedingt vorne, manchmal auch in der Mitte. Das heißt, die ist wirklich schon fast auf der Weichenzunge drauf, dann schaltet die noch um. Und und ich fahre jetzt keine so Hochgeschwindigkeiten, dass ich jetzt hier 20 cm Platz bräuchte, bevor das alles reagieren kann. Das ist nicht erforderlich. Das Ganze wurde jetzt eingespachtelt, das habe ich ja immer schon so gemacht. Das heißt, die Reed-Kontakte liegen da drinnen jetzt wie in Mutter Teresas Schoß. Dem passiert gar nichts, hoffe ich zumindest. Und jetzt bloß nicht den Fehler machen, was ich schon mal gemacht habe, Reed-Kontakte testen, solange die Spachtelmasse nicht trocken ist. Ich bin wahnsinnig geworden. Ich habe ständig Fehler gehabt und habe, ach was weiß ich nicht alles. Es ist in dem Fall sogar noch schlimmer passiert. Damals habe ich nämlich die Reed-Kontakte nachträglich eingebaut. Gibt es auch Videos zu bei mir. Das heißt, da, wo ich sie vergessen hatte oder wo ich das noch nicht auf dem Schirm hatte, dass ich vor jeder Weiche oder nach jedem Signal einen Reed-Kontakt hin haben möchte, habe ich die nachträglich so seitlich eingebohrt. Gibt es, wie gesagt, Videos auf meinem Kanal, könnt ihr euch gerne anschauen.
Vielleicht verlinke ich es auch. Ich muss mal gucken, wie ich es schaffe. Oder ich muss ja doch ein bisschen selber suchen. Und ja, und da hatte ich natürlich das dann mit Schotter wieder aufgefüllt und was weiß ich, dann mit Weißleim, Wasser gemischt, da alles schön eingeschwemmt und habe dann so 2-3 Stunden später auf meinem Stellpult probiert, die Weiche, den Riedkontakt, ob alles funktioniert. Und ich habe unglaubliche Fehler gehabt. Ich bin bald wahnsinnig geworden. Ich habe das alles wieder rausgebohrt. Ich habe meine Riedkontakte wieder rausgebohrt und. Bis ich dann mal gesagt habe, bist du denn deppert? ja, wie kannst du denn mit feuchten Schotter erwarten, dass was funktioniert, wenn da Elektrik drinne liegt? Ja, das war das ganze Geheimnis. Das war alles noch nass. Das lag alles nass in nass. Und das kann natürlich nicht zu gewünschten Ergebnissen führen. Jetzt teste ich mit den Wagen hier drüber zu fahren. Das rollt sehr, sehr gut. Die Weiche schwebt leicht. Das ist nicht weiter schlimm. Ich werde auch nichts unterfüttern oder sowas. Die bleiben schwebend verlegt, die Gleise. Die bekommen lediglich dazwischen Weißleim. Das heißt, ich habe diese Tuben, habe ich gerade eine hier? Ne, ich glaube, heute hatte ich mal keine hier. Die kann ich oben rein machen und dann quetsche ich Weißleim dazwischen, sodass zwischen den Schwellen und der Anlage ein Klecks Weißleim ist, der wird hart und das Gleis liegt knochenfest da drin und ich brauche nichts zu unterfüttern. Ich brauche mir auch nicht die Mühe zu machen, da irgendwelche Sachen dazwischen zu schieben. Das brauche ich nicht, weil der Weißleim das tatsächlich auf der richtigen Höhe hält. Den Rest, dass das wirklich knochenfest ist, das erledigt der Schotter. Ja, da kommt jede Menge Schotter drüber, das wird eingeleimt von allen Seiten mit Wasser, Weißleim und Alkohol. Und liegt noch ein Fest, braucht also nichts irgendwo unterfüttert zu werden bei mir, außer wenn es jetzt zu krass wäre. Hier zeichne ich jetzt an, wo das Verladegleis hinkommt. Das heißt, da hinten drüber, was ich da eben angezeichnet habe, bei den weißen Ecken da oben, dort kommt das kleine Sägewerk hin. Und in das Sägewerk reinfahren soll ein Wagen, ein flacher Wagen können, der da unterm Dach stehen kann, den man da drinnen jetzt beladen könnte mit Holz, mit was auch immer. Und das Ganze, wie das dann da eingearbeitet wird, wie das Ganze verlegt wird, wie die Fabrik drauf kommt, das werde ich euch nächste Woche zeigen. Ich verlinke euch jetzt hier übrigens noch ein Video, wo ihr sehen könnt, wo ihr euch anschauen könnt, wie ich meine Loks und stromsicher gemacht habe und alles, was Strom abnimmt. Und das habe ich euch jetzt nicht mehr verlinkt, das könnt ihr euch mal anschauen. Und ich würde sagen, ansonsten, was das den Umbau geht, den Einbau geht angeht, das könnt ihr euch nächste Woche angucken. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und macht schön gut. Tschüss, euer Uli.